So, links Morawetz, rechts Lukas Hofer, der Österreicher, der Italiener, der auch schon mal eine Medaille gewann bei Weltmeisterschaften in diesem Massenstart. Der liegt ihm offenbar sehr gut. Das war im Jahr 2011. Bronze bei den Weltmeisterschaften damals für Lukas Hofer. Sie lassen den Tschechen da vorne machen, denn sie wissen, das ist einer der Laufstärksten. Hat zum Beispiel in Novo Mesto die schnellste Laufzeit gehabt auf den 20 Kilometern. Also den muss man nicht unbedingt angreifen, denn der hat einen Pfund drauf. Und hinter ihm jetzt schon wieder Martin Foucault. Zehn Athleten noch im Feld, die zweimal Nullfehler geschossen haben. Darunter alle Mann, die hier vorn sind. Dann auch Alexander Loginov, der junge Russe, der allerdings über 20 Sekunden hinter dem Spitzenreiter. Er war wieder hier, gut zu sehen, diese lange Abfahrt, wo der Puls runterkommt. Wo viel gearbeitet werden muss, damit er nicht zu niedrig wird, damit man nicht gestört wird durch die harten Schläge, die sich dann auch auf die Waffe übertragen. So, selten mal im Bild. Der italienische Coach war da eben zu sehen. Vorn aber Morawetz und Martin Foucault. Ja, das ist eine Demonstration von Martin Foucault, aber Morawetz steht ihm da kaum nach. Und auch Erik Lesser bisher mit 3 Treffern, mit 4 Treffern und. Ach, der letzte, ein Fehler. Immer wieder diese Verzögerung, das bange Warten und dann war es doch ein Fehler bei Erik Lesser, dennoch immer noch gut mit dabei. Loginov, der junge Russe, jetzt auch mit dem Fehler, der hier gestern in seinem zweiten Rennen bei den Erwachsenen Dritter wurde in der Verfolgung. Zweimaliger Juniorenweltmeister aus Russland. Sein Mannschaftskamerad Volkov jetzt mit 0 Fehlern. Und da ist schon wieder André Derdisemlja auf Rang 3. Auf dem Platz, den er auch schon im Sprint hatte. Andi Birnbacher beim Schießen. Starke Serie stehen, das kann er. Und da ist er schnell gewesen und gut gewesen. Und das sind dann doch nur 4 Treffer. Genauso wie bei Daniel Böhm. Beide mit einem Fehler bei diesem ersten Stehenschießen. Bei Ampfeifer übrigens sind deutlich mehr Scheiben unversehrt geblieben. 3 nämlich. Also der muss jetzt fast einen halben Kilometer extra laufen, bevor er wieder auf die Strecke darf. Martin Foucault. Nach kleinem Schwächeln beim ersten Schießen dann zweimal großartig, wie bisher fast immer in diesem Winter. Es nur noch 2 an der Spitze und nur noch 2, die bisher mit 0 Fehlern durchgekommen sind. Andrej Morawetz nämlich und Andrej Derdisemlja, der Dritte, der da oben hinten als Dritter über den Hügel kommt. Jetzt gerade hat auch Florian Graf geschossen, mit deutlichem Rückstand schon auf die Reform, aber immerhin 0 Fehler. Jetzt raus als 22. Florian Graf, Rückstand 1,34, Daniel Böhm 1,18, Andi Birnbacher 1,17. Erik Lesser auf Platz 10, bester Deutscher momentan mit einem Rückstand von 33 Sekunden auf die Spitzenleute. Und das sind Morawetz und Foucault. Dieser Martin Foucault, der beherrscht momentan alles. Die kurzen, giftigen Zwischensports, die den anderen den Nerv ziehen. Langes Tempo, schnelles Schießen, entspanntes Schießen. Es gelingt ihm fast alles. Und André Derdisemlja, der 10 Jahre nach seinem bisher einzigen Weltcup-Erfolg, das war übrigens auch ein Massenstart, am Donnerstag hier Dritter wurde, der ist heute schon wieder sehr, sehr stark mit dabei. So, schauen wir auf die nächsten. Das ist Volkov, der Russe. Und da müsste auch Lukas Hofer rechts noch mit dabei sein. Daniel Böhl, Erik Lesser,
Und dann wahrscheinlich hier der Österreicher, Simon Eder. Ja, mit der 7. So, Martin Foucault führt und 3 Minuten 36 hinter ihm hat gerade Simon Schemp jetzt die Zeitmessung durchlaufen und immerhin beim dritten Schießen zum ersten Mal 0 Fehler geschafft. Auch das soll der Vollständigkeit halber gesagt werden. Man kann sich nicht nur pudelwohl fühlen hier oben am Holmenkollen, auch alle anderen Hunderassen finden es richtig schön. Und auch, wie wir vorhin gesehen haben, all die Norweger, die vielen, vielen Biathlon-Fans, die hier rausgekommen sind. Sie sehen wieder mal ein Rennen, in dem Martin Foucault irgendwann dann doch die Führung übernommen hat. Also er möchte alle Weltcups. Gestern wurde er gefragt, welche Motivation er denn überhaupt noch habe, nachdem er schon so viel gewonnen hat in diesem Winter. Schon 6 Einzelsiege, viele WM-Medaillen, hat er gesagt. Du weißt nicht, ob morgen irgendwie eine Krankheit dazwischen kommt. Ich renne jeden Tag, bleibe konzentriert, will unbedingt den Gesamtweltcup. Und am liebsten möchte er auch die ganzen einzelnen Weltcups haben. Denn alle zu gewinnen, das hat erst einer geschafft. Raphael Poiret im Jahre 2004. Und es wäre dann wieder ein Franzose, wenn es Martin Foucault in dieser Saison schaffen sollte. Rechts gut. Die Abstände zu sehen. Moravec war noch auf Tuchfühlung, aber eigentlich, wenn Foucault nicht patzt, ohne Chance. Derry Semlia, 21 Sekunden. Dann Hofer, Makovejev, Bö, Lindström, Lesser und Volkov. Allesamt in einer Gruppe. Eder ein bisschen zurück und die nächsten schließen auf. Da ist dann hier der junge Russe Loginov, der 21-Jährige. Von Martin Foucault schon mal als zukünftiger Star avisiert auf der Pressekonferenz, als er nach den Russen gefragt wurde. Bruder Simon übrigens auch mit in diesem Rennen. Der ist 4,5 Jahre älter als Martin. Hat ihn einst mit zum Biathlon gebracht und momentan auf Rang 17 zu finden. 1,16 hinter dem jüngeren, hinter dem fast einen Kopf größeren und im Moment sehr viel erfolgreicheren Martin Foucault. Das ist der Erfolgstrainer, der jeden Tag hier Hände schütteln muss. Siegfried Mazé hat eine schlagkräftige Truppe, zu der auch Jean-Guillaume Beatrix gehört. Alexis Boeuf, Simon Foucault, Simon Destieu, einer der Jungen. Also die Franzosen nach wie vor sehr gut in Schuss. Hinten wird gekämpft um die Plätze. Tariq Bö jetzt wieder die Lokomotive dieser Gruppe, in der sich Erik Lesser ausgezeichnet hält, der da in der 1-1er hochgeht. Der Mann hat Kraft und auch zum Ende der Saison noch. Zuletzt lief es nicht ganz rund für Erik Lesser, der auch hier in Oslo in der Verfolgung 7 Fehler geschossen hat gestern und nur 39. war. Aber dafür ist er heute hier richtig stark zurückgekommen. Apropos zurückgekommen, Martin Foucault ist schon wieder von der Strecke zurückgekommen und nähert sich zum letzten Mal den Scheiben der letzten Fünfer-Serie, seiner letzten Fünfer-Serie hier am Holmenkollen. An seinem Lieblingsplätzchen, wo er gestern den 20. Weltcupsieg eingefahren hat. Also er klettert allmählich in einer Rangliste immer weiter nach oben. Ganz oben thront immer noch Ole Einar Bjørndalen mit 94 Weltcupsiegen. Hat sich sehr lange Zeit gelassen bis zum ersten Schuss. Das war dann trotzdem ein Fehler. Sie hören das Raunen. Jetzt schwächelt er doch ein bisschen. Martin Foucault muss zweimal in die Runde. Und das ist die Chance des Tschechen Ondřej Moravec. Der allerdings hat auch schon einen Fehler. Es bleibt dabei. Und jetzt geht der Tscheche in Führung. Es sei denn,
Deri Zemlya schießt 0. Dann hat auch der Mann aus der Ukraine, der längste hier im Feld heute, die Chance, als erster auf die letzte Runde zu gehen. Und der kann richtig gut schießen. Aber jetzt hat es auch die letzten beiden Nuller erwischt. Morawetz und Deri Zemlya mit jedem hat einen Fehler geschossen. Also keiner mehr, der jetzt mit 0 Fehlern dabei ist. Aber noch viele mit Medaillenchancen. Tahi Bö zum Beispiel schießt jetzt alles oder nichts. Klar, 4 hat er und der 5. fällt nicht. Erik Lesser auch mit 4 Treffern. Ja, ganz starkes Resultat, Erik Lesser. Das ist klasse, das macht Spaß. Nur einen einzigen Schießfehler und der ist mit dabei im Kampf um die vorderen Plätze. Aber auch viele andere. Simon Eder, Tim Berg, Daniel Mesotic und von Martin Fourcade. Einer ist entwischt. Andrej Morawetz, der Tscheche. Wie avisiert. Er als erster weg. Dann Fourcade, dann Makovejev und dann schon Erik Lesser. Deri Zemlya, Eder, alle dicht beieinander. Jetzt bin ich gespannt, was der Erik draus macht. Auf alle Fälle ist das wieder richtig schön, dass die Deutschen mit ums Podium kämpfen. Gestern Arne Pfeiffer nur knapp geschlagen, 4. Heute Erik Lesser mittendrin im Kampf um das Siegerpodest. Und hier hinten Birnbacher, Böhm und Graf jetzt beim Schießen. Ja, Andi Birnbacher hat das hier sehr schnell, kurz und trocken abgefeuert und diesmal auch alles getroffen. Bei Daniel Böhm blieb mindestens mal eine Scheibe stehen. Wir schauen gleich genau hin. Florian Graf fehlerfrei. Aber vorne, da deutet sich an der vielleicht erste Weltcup-Sieg.